ist so kalt und der Port tut so weh. Sie haben auch Schüttelfrost. Wir bringen sie jetzt erstmal in die Klinik, ja? Was hat sie? Was ist mit meiner Tochter? Ich vermute, dass der Port entzündet ist. Möglicherweise jetzt eine Blutvergiftung. Aber den braucht sie doch für die Chemotherapie. Die ist ja im Moment abgeschlossen. Warum entzündet sich der Port? Richtig, Mutti, bitte. So, können Sie aufstehen? Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ganz langsam. Geht das so? Ja. So, Leon, du bleibst hier bei Oma und morgen, da kommst du mich besuchen, ja? Wir schaffen das. Was macht der CRP-Wert von Frau Lorenz? Deutlich erhöht. Wir geben ihr drei verschiedene Antibiotika aufgrund der Mycobacterium peregrinum-Sepsis. Verdammt, dann hat sich der Port doch entzündet. Habt ihr ihn entfernt? Eine Explantation des Portsystems können wir erst in Betracht ziehen, wenn eines der Antibiotika anschlägt. Du weißt aber schon, dass eine Sepsis bei ihrem Gesundheitszustand lebensbedrohlich ist. Ihre Mutter war schon da. Die ist völlig aufgelöst. Das ist kein Wunder. Was ist eigentlich mit der Frau, mit der du letzte Woche die Nacht in Weimar verbracht hast? Hat die angerufen? Das ist ja das Problem. Ich denke Tag und Nacht an sie und habe weder ihren Namen noch ihre Telefonnummer. Ja, und einen Namen von einem Hotelgast rauszufinden in Weimar ist wahrscheinlich genauso schwer, wie an Patientennamen in der Praxis zu kommen, oder? Ja, das stimmt. Das ist das Bewerbungsgespräch. Ach, die Gynäkologin, die ich empfohlen habe. Ich habe ein gutes Gefühl bei Frau Ewald. Die Termine laufen hier immer über mich. Wenn hier jeder Kontakt zum Chef aufnimmt, kann ich mir nichts mehr garantieren. Das verstehe ich, Frau Mann. Das ist Frau Ewald. Und wenn Sie noch einmal hinter meinem Rücken Termine verlegen, sagen Sie mir bitte Bescheid, ja? Natürlich, das war meine Schuld. Entschuldigung. Hey. Hi. Kennen Sie sich? Nein. Nein. Also... Doch, wir waren zusammen auf einem Kongress. Ja. Ach so, waren Sie auch auf dem Kongress in Weimar? Ja, genau. Nora, wann kommen denn die Patienten? Der erste in einer halben Stunde. Ah. Das müsste reichen. Ja. Das ist jetzt Zufall. Aber ein schöner. Hi. Hi. Und jetzt? Jetzt habe ich ein Vorstellungsgespräch in deiner Praxisgemeinschaft. Ja, bitte, setzen Sie sich doch. Ah, Moment. Bitte. Oh, Sie haben schon die Unterlagen mitgebracht. Für die Zulassungsbehörde. Genau, für die Zulassung, die ich von einer Frau Dr. Kleist übernehmen will. Das ist... Bist du verheiratet? Nein. Nein. Nein, das ist meine Tochter. Ja, sie hat eine wirklich große Chance, in Paris bei einem tollen Forschungsprojekt mitzumachen. Schön. Ja. Frag mich, was willst du wissen? Ja, warum Eisenach und nicht Weimar? Ich will noch mal ganz neu anfangen. Ah. Die Ausschreibung für die Praxisgemeinschaft klingt sehr interessant. Ich hab dich vermisst. Wir müssen natürlich harmonisch zusammenarbeiten hier. Und die Chemie muss natürlich auch stimmen. Herr Dr. von Hatzfeld ist unser Radiologe und Piwi Kleist ist unser Physio. Seid ihr verwandt? Ja, das ist mein Sohn. Und du musst natürlich mit Nora, also... Tja, da habe ich mich ja gerade schon mal ins Ausgeschossen. Ja, ich bin auch nicht sicher, wie du das wieder gut machen willst. Machst du das öfter? Was denn? Das mit den Kongressen? Ja, so ein, zwei Mal im Jahr. Also ich meine, eigentlich nie. Verstehe. Ja. Also eine Frage habe ich natürlich tatsächlich. Hier steht, du hast keinen Doktortitel gemacht. Also nicht, dass mich das irgendwie... Nein. Aber ich würde es gern verstehen. Natürlich. Ich habe zwei Töchter. Ah.
und lebe in Scheidung. Und das heißt, also das Geld, das muss einfach irgendwo herkommen. Und ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht entschieden, wann und ob überhaupt ich diese Doktorarbeit zu Ende schreibe. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 4. Ja, dann verstehst du ja, wovon ich spreche. Ja. Herr Doktor, Frau Lorenz ist da mit Unterleibsbeschwerden. In welche gynäkologische Praxis soll ich Sie schicken? Ja, schicken Sie sie doch zu Dr. Imboden. Ach nee, Moment, er hat Urlaub. Dr. Riegel? Da kommt Frau Lorenz nicht so gut hin. Ja. Also ich könnte mir das ja mal ansehen. Reiß dich mal zusammen. Von nichts kommt nichts. Ja, Coach. Ich meine eher das Timing. Ne? Meinem ersten Arbeitstag nach der Babypause. Wollte ich eigentlich nicht zu spät kommen. Punktlandung. Hallo, Robert. Hey, Anke. Mach ihn nicht fertig. Wir brauchen ihn noch. Wofür? Na, um Ben zu wickeln zum Beispiel. Ach, wo wir gerade drüber reden, die Windeln sind alle. Hey, du wolltest doch gestern. Ja, aber wir müssen jetzt echt in die Kita. Tschüss. Tschüss. Du bist echt eine tolle Freundin, Vivi. Und einen Sohn. Ja, auf jeden Fall einen fantastischen. Und den Babypause-Speck kriegen wir auch noch weg. Bist du nicht einfach in Berlin geblieben? Und das schon nach 4 Laufeinheiten? Das war früher aber anders. Früher war ich 17 und Tennisprofi. Ja. Heute bist du ein alter Sack. Du bist genau wie früher. Wir sehen uns. Können Sie die Stelle noch mal genau benennen, wo es Ihnen wehtut, Frau Lorenz? Nicht genau. Es piekst mal hier, mal da. Ununterbrochen? Immer mal wieder, so seit 4 Wochen. Jetzt gerade auch? Nein, aber heute Morgen. Ja, dann können Sie sich wieder anziehen. Gut. Kleinen Augenblick, bitte. Frau Mann, ja, könnten Sie bitte Herrn Dr. Kleist Bescheid sagen, dass wir hier fertig sind? Danke. Bitte setzen Sie sich doch noch mal. Ja. Was arbeiten Sie denn? Ich habe einen kleinen Blumenladen hier um die Ecke. Haben Sie da im Moment viel um die Ohren? Ja, das könnte man wohl so sagen, ja. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Mhm. Nehmen Sie sich einmal am Tag ein paar Minuten Zeit und trinken Sie eine Tasse Tee. Blenden Sie die Umwelt komplett aus und konzentrieren Sie sich nur auf den heißen Tee. Mhm. Es klingt komisch, aber es hilft. Ich habe es selber ausprobiert. Ach, Frau Lorenz. Guten Tag. Das heißt, ich habe gar nichts. Gynäkologisch konnte ich nichts finden, aber vielleicht können Sie das internistisch noch abklären. Klar, warum nicht? Kommen Sie. Nein, also das geht jetzt nicht. Ich muss noch einkaufen und kochen. Leon kommt gleich aus der Schule. Ja, das dauert ja nicht lange. Also gut. Meine Tochter liegt im Krankenhaus. Ich wollte mich noch bedanken bei Ihnen, dass Sie gestern da waren. Kein Geschehen, keine Ursache. Meine Tochter hatte ein Ovarialkarzinom. OP und Chemo sind gut verlaufen. Keine Metastasen in den Lymphknoten. Das ist bei Eierstockkrebs eine wirklich gute Nachricht, Frau Lorenz. Nein, ja, also, aber jetzt hat sie eine Blutvergiftung. Ja, aber bei Dr. Sandmann ist sie in besten Händen, Frau Lorenz. Und wenn die Werte besser sind, dann wird der Port auch wieder rausgenommen. Das ist im Moment alles nicht so leicht für Sie. Nein, wirklich nicht. Sie ist so schlapp, so müde. Ich habe Angst, dass der Krebs wiederkommt. Ja, wissen Sie, ich weiß, ich sollte positiv denken, aber wenn das eigene Kind so schwer krank ist, dann ist es schwierig. Ja, und das erfordert auch sehr viel Kraft. Ich schaffe das. Für Leon. Das ist eine wunderbare Einstellung. Wirklich, Frau Lorenz, trotzdem, Sie müssen auch auf sich selber aufpassen. Es ist gut, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ja, danke. Ich gehe dann mal ins Wartezimmer. Ja, ja. Du machst es gut. Hey, Mario. Was gibt? Sag nicht, ihr könnt den Estrich nicht gießen. Nee, Chef. Alles gut. Wolltest du nur eine Tasse Kaffee bei dir trinken? Du bist richtig gut drauf. Ja. Geht's dir besser, ne? Viel besser. Ich war gerade mit meinen Freunden ohne Job. Wirken die Pillen endlich, ne? Ach, die habe ich weggeschmissen. Und diesen Psychodoktor habe ich auch abgesagt. Ich denke, du hast so eine Art Depression oder sowas.
Mario, ich habe doch keine Depression. Außerdem wollten Sie mir das Training verbieten. Hm? Kein Sport, wieso das denn? Keine Ahnung. Mist. Hast du bloß gezerrt oder was? Okay. Geht schon. Miguel, du verstehst überhaupt nicht, was ich meine, oder? Die Gynäkologin, die du mir empfohlen hast, das ist die Frau, mit der ich in Weimar geschlafen habe. Das ist überhaupt nicht witzig. Ich habe hier wirklich ein real existierendes Problem. Keine Ahnung, wo sie ist. Sie guckt sich gerade die Praxis an. Ja. Na, hat sich dein Physio-Können in Babybrei und Windeln aufgelöst? Du bist so witzig. Boah, ich hab so einen Muskelkater. Und da vorne ist unsere Teeküche. Und wie ich unsere Ärzte kenne, rotten sie sich wieder mal um die Kaffeemaschine. Als Krankenschwester habe ich den Oberarzt da auch immer gefunden. Was ist mit dir los? Du bist ja hypernervös. Ach, der moderne Mensch im Zweikampf mit der Technik. Sie war mal Krankenschwester? Ja, vom Studium. Das gefällt mir. Hm. Funktioniert einfach nicht. So, meine Herren. Das ist Frau Ewald. Sie übernimmt unsere Gynäkologie. Ja, nein, also das ist ja noch nicht beschlossen. Naja, Sie müssen sich ja auch erstmal mit mir, also mit uns befassen. Kennenlernen. Genau, deswegen sind wir hier. Guten Tag, von Hatzfeld. Wir müssen das leider auf später vertagen. Ich habe gleich eine Patientin. Er ist ein bisschen steif. Piwi Kleist. Ah, okay. Wofür ist denn Piwi die Abkürzung? Peter. Peter und wo wir gerade von Vornamen sprechen, ich duze sie alle. Okay. Frau Ewald hat dir noch nicht das Du angeboten, oder? Wir reden ja auch erst seit ein paar Sekunden. Jemanden mit dem Namen Piwi zu siezen, das würde mir auch schwerfallen. Herr Doktor, Frau Lorenz wartet. Ja. Hm. Ich stimme auf jeden Fall für dich. Woher willst du wissen, ob ich ins Team passe? Ich weiß nicht, ich spüre das irgendwie. Vielleicht ist das einfach alles zu viel auf einmal. Ja, wie Frau Ewald schon gesagt hat. Auch seelische Belastungen können Bauchschmerzen auslösen. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall krank werden. Leon und Petra brauchen mich. Also ich sehe keinerlei Befund. Aber diese Stelle hier, die gefällt mir gar nicht. Waren Sie denn bei der Darmspiegelung? Nein, ich habe den Termin damals nicht gemacht und dann habe ich es vergessen. Frau Lorenz, Sie müssen alle 5 Jahre zur Voruntersuchung gehen. Ja, das haben Sie damals auch gesagt. Bitte. Was haben Sie denn auf dem Ultraschall gesehen? Möglicherweise ist es eine beginnende Divertikulitis. Ist es schlimm? Nicht, wenn wir sie rechtzeitig diagnostizieren. Und das kann kein Krebs sein? Nein, also ich bin mir jedenfalls nicht sicher. Ich möchte da die Spiegelung abwarten. Also wenn es Krebs ist, das schaffe ich jetzt nicht auch noch, Herr Doktor. Frau Lorenz, ich weiß, seit der Krebserkrankung Ihrer Tochter haben Sie wirklich sehr viel durchgemacht. Das ist alles sehr belastend und das kostet sehr, sehr viel Kraft. Sie schaffen das schon. Hey, Pivi. Hey. Hat sie echt erwischt. Ich habe irgendeine falsche Bewegung beim Training gemacht. Ja, aber heute Morgen beim Joggen war doch noch alles gut. Ja, ich weiß. Okay, zieh mal dein T-Shirt aus. Ja. Und hier hinsetzen. Oh, ist ganz schön geschwollen. Mhm. Und dein Tape ist mega straff. Okay, wie hoch kriegst du den Arm? Na, hier ist Schluss. Und nach hinten? Ja, bis da. Also, das könnte eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter sein. Ja, fühlt sich auch so an. Allerdings zieht der Schmerz hier ganz nach unten. Okay, du gehst jetzt erstmal zu meinem Vater. Piwi, nichts gegen deinen Vater, aber wenn ich einem Arzt aus dem Wege gehen kann, dann tue ich es. Ne? Na, eine klare Diagnose wäre nicht schlecht. Ach, wenn du wegen jedes Wehwehchens damals zum Arzt gerannt wärst, hättest du deine Profikarriere an den Nagel hängen können. Hm. Sag mal, wie wär's heute Abend mit der zweiten Trainingseinheit? Hm? Wir waren doch heute Morgen schon joggen. Ich bin jetzt Vater, ich habe nicht so viel Zeit. Nun heul mal nicht rum, ja? Du musst wieder fit werden. Na, ich überleg mir das noch mal. Okay. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass... Was? Die Räume nebeneinander liegen? Ja. So, Frau Kuhn, nehmen Sie noch einen Augenblick Platz, ja? Oh, Herr Park. Ach, Nora, machen Sie doch Herrn Park einen Termin in 3 Tagen, ja? Ja. Pivi? Frau Seichelt ist die Nächste. Lange nicht gesehen. Mensch, Robert, bist du bei Pivi in Behandlung, oder was? Ich habe mir falsche Bewegungen beim Training gemacht. Hey, das ist aber ganz schön geschwollen. Ich vermute eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Okay, habt ihr ein Blutbild gemacht?
Ach komm, ja, ihr gebt mir ein paar Schmerztabletten. Ich beiß die Zähne zusammen und durch. Ja? Du bist genauso stur wie früher. Frau Saalfeld. Ach, Frau Wagner, ja. Machen Sie doch einmal großes Labor und die Entzündungsparameter, ja? Tschüss. Danke, Bibi. So, dann kommen Sie doch einmal mit mir. Okay, retten Sie mich, Frau Wagner. Und nehmen Sie mein Blut. Ja. Bevor ich Frau Kuhn reinschicke, hätten Sie vielleicht noch 2 Minuten für Frau Ewald? Von mir aus. Wie finden Sie die eigentlich? Nett. Nett. Nett ist kein Einstellungskriterium. Sie war die meiste Zeit ihres Lebens Krankenschwester. Was wollen Sie denn damit sagen? Ich habe mir jetzt alles angesehen. Nur mit Ihnen habe ich noch nicht gesprochen, Dr. Hatzfeld. Von Hatzfeld. Wenn Ihnen das wichtig ist? Ist es. Wollen Sie nicht Frau Kuhn reinschicken? Die hat ihr Sudoku noch nicht fertig. Wir können ihr ruhig noch 10 Minuten geben. Können wir zusammenarbeiten, Dr. von Hatzfeld? Das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Was wir hier vor allem brauchen, ist Fachkompetenz. Und weil mein beruflicher Weg bisher nicht ganz geradlinig war, glauben Sie, dass ich die nicht besitze? Das haben Sie jetzt gesagt, aber so kann man es formulieren. Sie sind sehr direkt. Zeit spielt in unserem Beruf eine zentrale Rolle, Frau Ewald, und ich lehne es ab, Sie zu vergeuden. Ich würde sagen, das ist kein Bandscheibenvorfall. Was wollen Sie jetzt als Gynäkologin einfach mal so eben nebenbei? Mir nichts, dir nichts. Funktionelle Streckfehlhaltung der HWS ohne segmentale Fehlstellung oder knöcherne Verletzung. Das Halsmark ist im Verlauf unbeeinträchtigt. Keine Anzeichen für eine Spinalstenose oder zervikale Myelopathie. Das kann ja nur ein Zufallsbefund sein. Nein, ich habe im Studium aufgepasst. Bandscheibe merken sich die meisten, das ist Basiswissen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit Ihnen zusammenarbeiten will, Dr. von Hatzfeld. Darf ich? Bitte. Wenn ich nicht regelmäßig was esse, dann kriege ich schlechte Laune. Echt? Mhm. Mhm. Dann sind wir schon zu zweit. Mhm. Und du glaubst, das ist der richtige Weg? Schokolade? Mhm. Das ist eine 100-prozentige. Die enthält Flavonoide, Flavanole. Das ist gut für die Haut und für die Gefäße. Mhm. Weißt du was? Ich glaube, also wenn ich hier, dann, ich würde den Stuhl darüber stellen und das dahin. Ich glaube, das. Natürlich. So bin ich dann gleich draufgekommen. Das machen wir sofort, natürlich. Deine Praxis ist echt schön. Ich fühle mich hier gleich wie zu Hause. Also ich meine, ich fühle mich hier wohl. Das ist schön. Sag mal, meinst du, es gibt eine Chance, vielleicht dich morgen in Eisenach zu sehen? Morgen? Ja. Nein, morgen kann ich nicht nach Eisenach kommen. Naja, wir müssen das ja auch überhaupt nicht übers Knie brechen. Also, aber vielleicht übermorgen. Ist gut. Ja? Übermorgen. Und dann reden wir darüber. Über. Okay. Ist gut. Geht das eigentlich noch langsamer? Hallo, lerne ich Küchenhilfe oder Kfz-Mechatroniker, ha? Du hast ja wohl einfache Anweisungen ausführen können, oder? Einfach? Wieso hast du überhaupt Zeit für sowas? Wolltest du dich nicht mal wieder in deiner Uni in Erfurt blicken lassen, hm? Hat sich halt nicht gelohnt. Ich habe Ben von der Kita abgeholt. Boah, so ein Hunger. Hey. Hey, Paul. Hey. Oh, ich dachte, es gibt Kuchen. Nein, ich koche Marmelade. Mach dir ein Brot. Schon wieder. Aber vorher gibst du mir bitte noch die Einmachkäse aus dem Schrank dort. Die sind hinter den Tellern.
Wann holt Anke Ben ab? Die müsste gleich kommen. Hm. Hey, Leute. Ey, Paul, aber doch nicht alle auf einmal. Hey, wo ist der Medizinschrank? Im Bad. Clara. Die sterile Gase. Ja, ich weiß. Nur noch Frau Herrmann für Piwi? Ja, und dann Feierabend. Hey, was macht denn ihr hier? Was ist denn passiert? Was macht denn ihr hier? Clara hat sich geschnitten. Wir sind okay, ist alles nur ihr Blut. Okay. Na, der Verband sieht gut aus. Mir ist irgendwie schlecht. Hey, ihr wartet hier. Haben Sie ein Tuch? Was macht ihr denn hier? Clara hat sich geschnitten. Schlimm? Ja, ziemlich schlimm. Hey, Papa kriegt das schon wieder hin. Ah, das sieht nicht gut aus. Blut ist echt nicht so mein Ding. Kannst du denn die Finger bewegen? Mach mal. Ich muss wirklich sehen, ob Sehnen oder Nerven verletzt sind. Hast ja schon mal Glück gehabt. Ah, die Wunde muss genäht werden. Nora? Tut das weh? Ach komm, Clara, wir haben schon ganz andere Sachen durchgestanden. Grässliche Schürfwunden und Impfungen. Das ist nur ein Klacks dagegen. Muss das wirklich sein? So. Wer hat eigentlich die Wunde erst versorgt? Paul. Finde ich ja toll, dass ihr so viel über Erste Hilfe wisst. Ich wollte dich wirklich nicht erschrecken, Papa. Ist schon okay. An der Stelle bin ich sogar froh, dass ich nicht nur dein Vater, sondern auch dein Arzt bin. Ich auch. Tut mir leid wegen des ganzen Geschirrs. So, das Wichtigste ist doch, dass es dir gut geht, mein Schatz. Da hinten? Genau. Das machst du ganz toll. Wenn dein Opa dich sehen könnte, der würde sagen... Fahren wir morgen zum Friedhof? Nein, das müssen wir verschieben. Das Grab bekommt ein andermal neue Blumen. Wegen Mama? Sie stirbt doch nicht, Oma, oder? Aber nein, Unsinn. Morgen geht's ihr bestimmt schon wieder besser. Du wirst es... Oma, Oma, was ist mit dir? Mein Bauch tut weh. Hol mal schnell das Telefon, bitte. Soll ich dir ein Tanz 2 geben? Ja, nein. Nein, nein, es geht mir schon wieder besser. Lass mal. Aber wenn es was Schlimmes ist? Was? Schau mal. Wenn es was Schlimmes wäre, dann hätte ich auch ganz schlimme Schmerzen. Und jetzt geht es mir schon wieder besser. Mach dir bloß keine Sorgen, Leon. Und weißt du, morgen bin ich das sowieso beim Arzt. Bereitest du dich auf einen Notstand vor? Die waren super günstig und werden ja nicht schlecht. Ich baue ein Regal in den Keller für Vorräte. Werde ich da auch noch gefragt? Ja, jetzt gerade. Toll. Aber Piwi, wenn du jetzt wieder da bist, dann kannst du doch das Babyfon wieder nehmen. Kannst du noch ein bisschen auf Ben hören? Anke ist jeden Moment zurück. Und ich will jetzt joggen gehen mit Robert im Wald. Ja. Der soll sich aber schonen. Ja, so ein bisschen Bewegung bei so einer Sportverletzung kann nicht schaden. Und wenn du Tanja vergraulst, dann baue ich den ganzen Keller voll mit Regalen. Hast du vor, sie zu vergrauen? Ja, ist eine knifflige Situation. Arbeit und Privatleben an einem Ort. Ja, wir haben einmal miteinander geschlafen, das ist doch nicht so schlimm. Ihr passt einfach perfekt in die Praxis. Gut, dass ich sie empfohlen habe. Ja. Und gut, dass du das anmerkst, weil jetzt wissen wir auch, wer für den Schlamassel verantwortlich ist. Ja, du musst dich nur entscheiden. Ja, wir müssen einfach Prioritäten setzen und uns Weimar vergessen. Komisch, heute Morgen hast du mir noch mit diesem ganz bestimmten Blick gesagt, dass du sie unbedingt wiedersehen willst. Ja, da wusste ich auch noch nicht, dass sie in der Praxis anfängt. Was hat sie denn gesagt? Wir sollen drüber schlafen. Hoffentlich in getrennten Betten. Also, wenn du meinen Rat hören willst, nimm sie nicht in die Praxis und geh lieber mit ihr aus. Ich weiß nicht, ob Papa das unter Schonen versteht. Mit schweren Rucksäcken durch den Wald rennen. Ja, mit Sicherheit nicht. Das ist die beste Trainingsmethode. Haben wir früher immer so gemacht. Ich hoffe, dass mein Rucksack wenigstens schwerer ist als deiner. Sind da Steine drin? Unter anderem. Das ist verrückt. Ich hatte noch nie so krasses Fitnesstraining wie bei dir. Du weißt doch, denkst du, kannst nicht mehr? Geht noch mindestens 3 Liegestütze. Komm, runter. Was? Oh. Na komm. Moment. Bist du sicher, dass es nicht zu viel für dich ist mit deinem Arm? Die Schmerzmittel wirken gerade, das muss ich ausnutzen. Mach dir keine Sorgen, wir beide haben schon ganz andere Sachen verstanden. Vor allem du.
Ja. Ich bin aber auch ein bisschen vorsichtiger geworden, seit ich den Tumor hatte. Vor allem, wenn es um die Schmerzen geht. Ja, das verstehe ich, Phoebe. Aber das hier sind ganz normale Abnutzungserscheinungen. Hm? Egal. Komm, wir müssen weiter. Hast du denn den Brief immer noch nicht gelesen? Er ist doch gerade erst gekommen. Hast du denn Angst davor, was drinstehen könnte? Na nun, wenn schon. Was soll denn da drinstehen, was ich nicht eh schon weiß? Keine Ahnung. Was glaubst du denn? Dass Justus Pferde besitzt und mich im Stich gelassen hat? Reicht das nicht? Du liebst doch Pferde. Willst du mir jetzt sagen, dass ich das von ihm habe? Keine Ahnung. Könnte doch sein. Meiner Zufall. Klar. Egal, was da drin steht, das ändert doch nichts an unserem Verhältnis. Würdest du denn helfen, wenn wir ihn gemeinsam lesen? Justus will mir einen Dauerauftrag für meine Ausbildung einrichten? Das ist ja irre. Ja, vielleicht wird es auch ein Anlass, darüber nachzudenken, ob du die Ausbildung wirklich machen willst. Was soll denn das heißen? Nur weil ich heute nicht in Erfurt war? Ach komm, Clara. Wir wissen doch beide, dass du heute nicht das erste Mal nicht da warst. Mann, Musikpädagogik, das ist halt nur reine Theorie. Ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Naja, du musst es ja auch nicht machen. Vielleicht gibt es noch was anderes, was du findest. Was dir auch Spaß macht. Pferdeflüsterin zum Beispiel. Naja, das musst du ja auch nicht jetzt entscheiden. Also wenn du schon das Geld raushauen willst, dann für was Krasses. Zum Beispiel? Eine Dolby Surround-Anlage. Ach komm schon, der Sound ist mega. Du willst doch nur Nina beeindrucken. Wir brauchen Geschirr. Zeig mal. Sieht gut aus. Mhm. Aber vielleicht ein bisschen teuer, findest du nicht? Ich hab's verbockt, ich bezahle es auch. Ach komm. Also ich habe jede Menge Geschirr auf dem Dachboden gesehen, als ich Rosalies altes Kinderbettchen gesucht habe. Wieso haben wir das eigentlich aussortiert? Weil es alt war? Außerdem schwimme ich doch jetzt um Geld. Ja, aber das Geld ist doch für dein Studium. Hm? Nicht für den Hausrat. Papa, bitte nicht schon wieder Zukunftsterror. Ich mache ihn mal für die Kita fertig. Ups. Nee. Ja. Windeln hole ich später. Also nie? Dass Justus dir das Geld gibt, das ist doch eine große Chance. Hast du denn keine Lust, deinen leiblichen Vater kennenzulernen? Hab ich doch. Als Kind. Und den bleibenden Eindruck hat er ja nicht hinterlassen. Ja, aber jetzt bist du erwachsen. Vielleicht hat sich was geändert. Du bist mein Papa, basta. Hab dich lieb. Dich auch. Dankeschön. Ach, Nora, sagen Sie, wie finden Sie eigentlich Frau Ewald? Wie schon gesagt, ich finde, sie ist handfest und passt gut her. Ah, Robert. Christian. Na, wie geht's? Ja, ich habe immer noch Schmerzen. Ich, trotz Schmerzmittel? Okay, ich guck mir das mal an. Nora, ist Dr. von Hatzfeld da? Er schreibt gerade einen Bericht zu Frau Kuhn. Alles klar. Mein Kollege Dr. von Hatzfeld wird gleich ein CT machen. Ja. Sein Blutbild zeigt keine Auffälligkeiten. Keine Vorerkrankungen und er nimmt auch keine Medikamente. Gibt es Thrombosefälle in der Familie? Alles im Normbereich. Atemfrequenz, Blutdruck, Temperatur, Sauerstoffsättigung, alles normal. Ist ein reaktives Protein? Ist leicht erhöht, deutet auf eine Entzündung hin. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Ellbogen- und Unterhaut-OB. Sehe ich auch so. So, was habe ich denn jetzt? Danke. Das sieht leider nach einer Thrombose aus. Ultraschall zur Bestätigung? Ja, unbedingt. Du willst doch nur wieder recht behalten, ne? Ja, Robert ist ein Freund der Familie. Er war früher Pibis Fitnesstrainer. Ja. Das ist wirklich keine Lappalie, okay? Es könnte sein, dass du ein Blutgerinnsel in der Vena axillaris hast. Ach. Kein Fachchinesisch, bitte, ja? Das bedeutet, dass die Vene durch die Achselhöhle führt. Also,
Bei einer Thrombose besteht die Gefahr, dass das Gerinnsel sich löst und Richtung Lunge geschwemmt wird. Und es droht eine Lungenembolie. Und was heißt das jetzt? Die Lungenarterien können verstopfen und ein Teil der Lunge wird vom Blutkreislauf abgetrennt. Christian, ich verstehe kein Wort. Robert, es ist mein Ernst. Bei einer Lungenembolie, sagt der Kreislauf. Du hast schwere Atemnot und wenn du es nicht rechtzeitig in die Klinik schaffst, dann kannst du sterben. Jetzt mal ganz ruhig, ja? Eben hast du noch gesagt, dass es eine Thrombose ist, ja? Jetzt behalten wir mal alle die Nerven. Hör zu, es wäre mir recht, wenn ich Unrecht hätte. Aber so eine Lungenembolie, das müssen wir einfach ernst nehmen. Auch du. Machen Sie den Ultraschall? Ja. Okay. Wir sehen uns. Ja. Ach, Frau Lorenz. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Danke, Nora. Halt, wo ist ins Labor? Ist nicht mitgekommen. Wie? Na, haken Sie mal nach, bitte. Es eilt. Tja, Herr Frau Lorenz, es tut mir leid. Ihre Blutwerte sind noch nicht da. Ist mir egal. Auf einen Tag kommt es mir auch nicht mehr an. Wie geht's Ihnen denn? Ich hatte noch mal Schmerzen gestern, aber nur ganz kurz. Oh, die Nase läuft wieder. So? Seit wann denn? Ja, ich habe eine Erkältung und die will einfach nicht weggehen. Ja. Trotzdem, ich möchte gerne, dass Sie die Magen-Darm-Spiegelung machen, okay? Ja, versprochen. Herr Dr. Kleist. Ja. Meine Tochter sieht nicht gut aus, so blass. Und Sie sagen mir bitte die Wahrheit, wenn... Natürlich. Selbstverständlich. Ja, wenn Sie wollen, rufen wir Dr. Sandmann an, wenn Sie das beruhigt. Ja, bitte. Ja, Michael, ich bin's. Hast einen Moment. Ja, hör mal, mir sitzt eine sehr beunruhigte Frau Lorenz gegenüber. Weißt du, wie es ihrer Tochter geht? Na ja? Also wunderbar. Ja, super. Mach ich. Danke. Ciao. Also, Frau Lorenz, Ihrer Tochter geht es hervorragend. Das Antibiotikum schlägt an und der Port wird heute rausgenommen. Also, Frau Lorenz, ich melde mich, wenn die Laborwerte da sind. Ja. Herr Feldmann. Bin gleich bei dir. Nora? Ich muss noch zwei Telefonate führen mit Herrn Kerst und Herrn Krebs. Alles klar. Und diese Diagnose ist sicher? Leider ja. Ich verstehe es nicht. Ausgerechnet ich als Sportler soll eine Thrombose haben, ja? Weißt du, Robert, manchmal ist der Lebenswandel nicht automatisch deckungsgleich mit der Erkrankung. Ja, aber mehr kann ich doch nicht machen. Ich meine, natürlich habe ich Stress im Job, aber ich schaffe mit Sport Ausgleich. Robert, nimm es einfach ernst, okay? Ich bin dein Arzt. Alles klar? Also, im Moment heißt es kein Sport. Was ist das denn? Ein Thrombosestrumpf für den Arm. Mit dem hässlichen Teil lässt sich der ganze Vorfall wohl nicht verheimlichen, ne? Ja. Und ich stell dir vor, das ist absichtlich. Weißt du auch warum? Damit es dir bewusst ist. Und damit du dich schonst. Ja. Nora wird dir zeigen, wie man Heparinspritzen ansetzt. Ja, auch das noch. Wieso? Hast du ein Problem mit Spritzen? Nach deinem Vortrag vorhin ganz bestimmt nicht. Nein, nein, ganz im Ernst. Ich bin heilfroh, dass ich bei dir bin. Sag mal, hast du Bedenken, dass Clara das Geld von Justus zum Fenster rausschmeißt? Naja, sie ist schon ein bisschen planlos, ne? Und wie findest du das, dass sich ihr leiblicher Vater plötzlich meldet? Ziemlich krass. Tut auch ein bisschen weh, aber weißt du, letztlich ist es wichtig, dass sie sich mit ihren Wurzeln auseinandersetzen. Mhm. Naja, aber dazu kannst du halt niemanden zwingen. Das stimmt. Ich will halt nur, dass sie später nicht bereut, wenn sie es nicht getan hat. Wie hat ihr Freund eigentlich die Thrombosediagnose aufgenommen? Robert hat ein Blutgerinnsel. Mhm. Oh Gott, das ist richtig schlimm für jemanden, der so viel Sport macht. Hä? Ich frag mich, wie er gestern den Rucksack tragen konnte. Welchen Rucksack? Wir haben Rucksäcke mit Steinen drin getragen. Scheiße. Was? Oh Gott, ich weiß, das war richtig dumm. Thrombose per IV? Ja. Durch den Druck auf das Tape könnte es zu einer Kompression des Nervenstranges gekommen sein. Patchett von Tritter-Syndrom wäre naheliegend. Wir müssen auf jeden Fall die maligen Neoplasien ausschließen. Wie schlimm ist das?
Sehr schlimm. Ihr wollt mir eine Rippe rausnehmen? Ja, ich plädiere für die Exostose. Der Gefäßchirurg hat sich das mit der Dopplersonographie noch mal genau angesehen. Zwischen Rippenende und Schlüsselbein ist nicht genug Platz für die Gefäße. Robert, jetzt lass den Kopf nicht hängen, okay? Es hört sich schlimmer an, als es ist. In Wahrheit machen wir einen kleinen Schnitt unter der Achselhöhle, arbeiten uns zur Rippe vor, durchtrennen es auf Gelenkshöhe und dann wird sie entfernt. Und danach? Naja, ganz schmerzfrei wird es nicht sein. Ein paar Tage werden sie Schmerzen haben im Bereich Brustkorb und Achselhöhle, aber das kriegen wir mit Schmerzmitteln gut in den Griff. Und was ist mit dem Blutgerinnsel? Wir führen einen Katheter in die Vene und lösen es auf. Alles in einer OP? Ja, klar. Was denkst du denn? Wenn man euch so zuhört, dann klingt das völlig harmlos. Harmlos ist eine Operation natürlich nie. Gut. Wann soll's losgehen? Gleich morgen früh. Ich bitte Sie dann um 8 Uhr hier zu sein, nüchtern, ja? Okay. Je schneller ich das hinter mir habe, desto besser. Papa schon da? Ist gerade gekommen und direkt auf den Dachboden. Der vergisst auch nichts. Sag mal, wenn er das alte Geschirr jetzt runterholt, kannst du ja auch die Anlage kaufen. Abwarten, Kröte. Er hat zwar Nein gesagt, aber das heißt noch nichts. Yes. Nicht das alte Geschirr. Dieses Amulett hat uns deine Mutter gegeben, bevor sie nach Amerika gegangen ist, um sich gegen Krebs behandeln zu lassen. Wo sie starb. Sie war so hübsch. Ja. Und tapfer. Sie wollte, dass wir es dir eines Tages geben. Und ich glaube, dieser Tag ist heute gekommen. Ich will Justus trotzdem nicht sehen. Du bist mein Vater. Tschüss, Oma. Ja, warte. Dann schlüssel die Stücke nicht. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und dann, es ist gut. Nein, nein, geh, geh, geh. Ist gut, ist gut. Oma! Oh, was? Oh Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Was siehst du für ein langes Gesicht? Sag bloß, du willst nicht bei uns einsteigen. Willst du jetzt in Weimar bleiben? Nein. Du passt perfekt zu uns. Dr. Kleist, meiner Oma geht's ganz schlecht. Still, da hinten. Herr Doktor. Frau Lorenz. Mir geht's gar nicht gut. Seit wann geht's Ihnen so schlecht? Seit heute Morgen. Ja. Komm, Sie. Danke. Siehst du, Oma? Das hast du sehr gut gemacht, dass du deine Oma hergebracht hast. Geht das? Frau Lorenz, setzen Sie sich da hin. Geht das so? Ja, es geht. Jetzt, wo Sie da sind, geht es mir schon wieder viel besser. Der Dr. Kleist, der kümmert sich jetzt um deine Oma. Komm, wir lassen die Ärzte mal ihre Arbeit machen. So. Herzrasen. Kalter Schweiß. Wo tut's denn genau weh, Frau Lorenz? Also, zieht hier so oben rein und dann auch so in den linken Arm zieht es rein. Ein EKG. Was? Warum? Nee, wir müssen ihr Herz untersuchen. Myokardinfarkt mit deutlicher ST-Hebung. Wir bereiten sofort Morphin, Heparin und ASS vor. Steht der Zugang? Zugang liegt. Frau Lorenz? Frau Lorenz? Herzstillstand. Praxis Dr. Kleist, wir brauchen einen Krankenwagen. Hammer flimmern. Weg vom Tisch. Patientin ist ansprechbar. Frau Lorenz, können Sie mich hören? Was ist passiert? Sie hatten einen Herzinfarkt. Was? Muss ich sterben? Nein, wir sind gleich in der Klinik. Atmen Sie ganz ruhig weiter.
Leon? Wir kümmern uns um Leon. Ulrike Lorenz, 58 Jahre, Herzstillstand. 2 Hübe Nitro, 1 Milligramm Adrenalin, 5000 Einheiten Heparin und 3 Milligramm Diazepam. Reanimiert? Ja, 2-mal defibrilliert a 200 Joule. Okay, dann Schockraum 2. Hat sie aber Glück gehabt, dass du da warst. Ja, und Tanja. Ist Robert schon im OP? Der verweigert die OP. Verdammt, ich rede mit ihm. Ja, mach das mal. Vielleicht erwischst du ihn noch. Robert! Jetzt warte doch. Michael hat alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich kann das nicht machen. Mensch, so eine tiefe Thrombose, die ist lebensbedrohlich. Willst du wirklich sterben? Ich kann ohne Sport nicht leben. Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann ich einfach nicht glauben. Du willst wegen ein paar Monaten ohne Sport und ohne Fitness dein Leben aufs Spiel setzen? Ich kann nicht, Christian. Mensch, seit wann geht denn das so? Seit ungefähr 4 Jahren ist es etwas mehr geworden. Gibt's irgendwas, was ich wissen muss? Ist irgendwas passiert? Ja, die Scheidung von Maya. Weißt du, was ich glaube? Du leidest an einer agitierten Depression. Den gleichen Mist hat der Psychiater auch gesagt. Was? Du warst schon in Behandlung? Und hat er dich auch über die Folgen aufgeklärt? Über Schlafstörungen und über unstillbaren Bewegungsdrang? Sport bestimmt mein Leben. Das ist Quatsch! Du bist sportsüchtig. Du glaubst, dass du dich gesund ernährst und dass du gesund lebst. Aber weißt du, in Wahrheit verbietest du dir Grübeleien und negative Gedanken durch Hyperaktivität. Und deswegen hast du auch die Thrombose bekommen, mein Freund. Und deswegen musst du dich operieren lassen. Bitte, rette dein Leben. Okay. Du hast recht. Ich vertraue dir, Christian. Ich habe Angst. Hey, das ist total in Ordnung. Robert, wir schaffen das. Du schaffst das. Hey, wir schaffen das zusammen. Okay? Okay. Ich bin für dich da. Komm. Ich warte sogar vor der OP. Robert! Danke, dass du so hartnäckig warst. Ich fühle mich schon viel besser. Positiv denken hilft, mein Freund. Gut gelaufen, er wird jetzt schon auf Station verlegt. Okay, was ist mit Frau Lorenz? Positive Rückmeldung von den Kardiologen, die waren in 20 Minuten durch mit den Stents. Ah, der Herr Lebensretter, kommen Sie rein. Die nette Ärztin haben Sie nicht mitgebracht? Ach, die kommt vielleicht später noch vorbei. Der erste Blumenstrauß, den ich wieder binden werde, geht an Sie. Ach. Und der zweite an Ihre Kollegin. Sie haben uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja, jetzt ist alles gut gegangen. Wie ein Wunder. Dr. Sandmann sagt, Sie haben mir 2 Stents gesetzt. Ja, damit die verengten Stellen stabil bleiben und die Gefäße nicht wieder kollabieren. Bloß nicht. Wie geht's denn jetzt weiter? Na ja, jetzt werden Sie erst mal gesund und dann kommen Sie in die Reha. In die Reha? Aber was wird mit Leon dann? Wussten Sie, dass man beantragen kann, dass er mitkommt? Ja. Oma! Darf ich Sie drücken? Na klar, aber nicht zu fest. Vielen Dank, Herr Dr. Kleist, für alles. Gern geschehen. Tanja, schön, dich zu sehen. Mann, das geht mir auch so. Danke, dass du mich empfohlen hast an die Praxis Dr. Kleist. Und? Ja, zwischen mir und Dr. Kleist ist es ein bisschen kompliziert. Ach so, ja, das verstehe ich. Ja. Wieso? Ich habe Christian abgeraten unter den Umständen. Woher weißt du denn von den Umständen? Er ist mein Freund. Ach so, na super. Okay. Aber bist du jetzt sauer, oder? Nein, natürlich nicht. Aber du hast recht, das wäre wahrscheinlich nicht gut, oder? Kennst du seine Tochter, die Frau Dr. Kleist? Meine Ex-Frau. Du siehst mich sprachlos. Tja, was selten genug vorkommt, ja. Hallo. Ah.
Hey. Wie geht's, Frau Lorenz? Gut. Herzinfarkt bei Frauen, eine der größten Herausforderungen. Selbst Fachärzte liegen oft daneben. Ja, der medizinische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist einfach zu wenig erforscht. Wir müssen viel mehr über Gendermedizin wissen. Bis bald. Ja, bis ganz bald. War übrigens eine tolle Zusammenarbeit vorhin. Bei der Reanimation. Ja. Wir sind eine gute Kombi. Vielleicht. Komm. Die Kollegen warten schon. Ein bisschen nervös bin ich ja schon wegen der Entscheidung. Ich muss noch zum Elternabend. Eine Minute gebe ich ihm noch. Der kommt schon. So, entschuldigt, dass wir zu spät sind. Ja, wir wollen heute darüber abstimmen, ob Frau Ewald zu uns in die Praxis einsteigen kann. Zu diesem Zweck frage ich dich und Sie ganz offiziell, wer ist dafür? Ja, Entschuldigung, bitte nicht persönlich nehmen, aber wir können ja noch gar nicht beurteilen, wie wissenschaftlich fundiert Frau Ewald arbeitet. Ach, Timo, du bist doch sonst nicht so ein Bedenkenfuzzi. Sie hat keinen Doktor. Also, Herr Kollege, Facharzt ist immer noch Facharzt, ne? Was sagst du denn dazu? Ich soll das jetzt entscheiden? Also, ich würde ja sagen. Aber natürlich nur, wenn das einstimmig ist. Also gut. Aber nur mit Probezeit. Einstimmig? Ja, dann freue ich mich. Ja, herzlich willkommen.